Wir blicken noch auf die Kämpfe auf russischem Territorium. Angeblich soll da die Gruppe Legion Freiheit Russlands wieder gegen die russische Armee kämpfen. Was weißt du darüber? Die Kämpfe sind wieder aufgeflammt im Bereich Belgorod, also in dieser südrussischen Provinz an der Grenze zur Ukraine. Richtig ist, dass da wohl auch diese Legion Freiheit Russlands und das russische Freiwilligenkorps aktiv sind. Aber das Ganze muss man tatsächlich so sehen, das sind Ablenkungsmanöver in meinen Augen. Es geht darum, russische Kräfte zu binden. Das Kalkül ist auch eigentlich sonnenklar. Je mehr russische Einheiten dort in der russischen Provinz Belgorod mit Verteidigungsaufgaben befasst sind, desto weniger Truppen der Russen werden da sein, wo die Hauptschlagrichtungen der Ukrainer sind. Darum geht es. Es geht darum, die russischen Kräfte zu binden, sie abzulenken, sie auseinanderzuziehen. Und das geschieht gerade auch massiv, also da in dem Grenzbereich Belgorod und Ukraine. Ich denke, dass die Hauptschlagrichtung der ukrainischen Kräfte tatsächlich im Süden sein dürfte. Das ist ja auch eine sehr lange Front, also gerade im Bereich der Provinz Saporoge, immer mit dem Ziel, die Landbrücke, die die Russen errichtet haben im Zuge dieses Krieges vom russischen Kernland auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim, zu kappen. Da gibt es diese neuralgische, wichtige Landstraße, die M14. So versuchen die Ukrainer eben Territorien zurückzuerobern. Und man muss ja immer im Hinterkopf haben, noch kontrolliert Russland rund 18% des ukrainischen Territoriums. Dazu gehört auch die Schwarzmeerhalbinsel Krim, die 2014 annektiert wurde. Um das Ganze sich etwas besser vorstellen zu können, das ist ein Territorium ungefähr so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Also doch beträchtlich. Dankeschön nach Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.